Das Ziel von Dein Erkelenz trifft sich, einen Treffpunkt für die gesamte Stadt schaffen und so den Austausch zwischen Mitbürgern, Nachbarn, Geschäften und Vereinen fördern, setzen die Kids bereits zu Beginn dieser neuen Veranstaltungsreihe perfekt um. Und während die am Spielmobil oder beim Kinderschminken neue Freundschaften schließen, genießen die Erwachsenen bereits den ganz besonderen Flair dieses Events. Jetzt geht's endlich los, unser erster Treffpunkt hier am Markt. Ich habe schon gehört, der eine oder andere ist immer noch nicht im Bilde, dass wir ja jeden Monat jetzt so einen Treffpunkt aufziehen. Insofern herzliche Einladung an alle, die noch Spaß und Freude haben. Wir sind dieses Mal am Markt im Mai, aber im Juni geht's nach Immerath. Im Juli sind wir wieder am Markt. Also jeden Monat bis Oktober volles Programm. Kommt gerne vorbei. Live-Musik, verschiedene Stände von Vereinen und Unternehmen und natürlich, ja, gutes Wetter, ne? Wie es immer ist im Sommer in Erkelenz. Diese Worte kaum ausgesprochen, lässt eine kurze, aber heftige Schauer Aussteller wie Besucher gleichermaßen die schützenden Schirme oder Pavillons aufsuchen. Der guten Stimmung kann der Regen aber nichts anhaben. Unternehmen nutzen die Gelegenheit, ihre Leistungen dem interessierten Besucher etwas näher vorzustellen. Wir finden, Dein Erkelenz trifft sich, ist eine sehr gute Idee. So können wir unsere Unternehmung vorstellen, insbesondere die Fahrschule, allerdings auch das Fachinstitut. Wir haben unsere neuen BMW-Maschinen mitgebracht, damit die Leute das mal ansehen können. Unsere neue Honda 125er-Maschine und auch die Fahrzeuge. Neben einem großen Angebot unterschiedlichster kulinarischer Genüsse, vom köstlichen Vorspeisenteller am Foodtruck von Müllers Platz, der frechen Fritte mit Wurst und Co. bis zur leckeren Pizza gibt es mit Reverend Sampson auch gute musikalische Unterhaltung. Karibik-Feeling kommt am Stand von Michael Blum auf. Seine Cocktails lassen schon mal die Vorfreude auf den Sommerurlaub aufkommen und sind eine passende Ergänzung zum leckeren Kaffee an der Espresso-Bar. Da ich ja Erkelenzer bin, bin ich natürlich gerne mit dabei, hier in Erkelenz was mit zu bewegen. Es macht Spaß, es macht Freude und wenn die Kasse klingelt, ist man auch nicht böse drum. Ein sintflutartiger Wolkenbruch stoppt dann doch noch den guten Start von Dein Erkelenz trifft sich und lässt den frischen Spargel am Stand von Food-Designer Sven Oliver Kant fast davonschwimmen. Doch so schnell der Regen kommt, so schnell geht er auch wieder und lässt Thomas Poos von den Lokalpionieren ein durchaus positives Fazit ziehen. Unser erster Treffpunkt am Markt ist fast vorbei. Der liebe Gott hat nicht gut mit uns gemeint, was das Wetter angeht, aber wir ziehen trotzdem ein positives Fazit, weil viele unserer Aussteller uns das Feedback gegeben haben, dass die Idee toll war, das Konzept gut war. Und wenn das Wetter mitspielen würde, sind alle davon überzeugt, dass das auch eine gelungene Sache ist. In diesem Sinne wünschen wir uns natürlich, dass Sie uns bei den nächsten Märkten unterstützen. Nicht nur uns von den Lokalpionieren, sondern auch alle unsere Aussteller. Vielen Dank. Und die treffen sich zur zweiten Auflage des Events, getreu dem Motto mitten im Monat, mitten in der Woche, am 13. Juni in Immerath.